Können wir uns 2020 auf höhere Rentenwerte freuen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Rentenerhöhung 2019 ist ja Anfang Mai, Ende April 2019 nun fest beschlossen worden durch die Bundesregierung mit einer sogenannten Rentenwertbestimmungsverordnung. Es geht also zum 1.7.2019 los. Wir bekommen höhere Renten im Westen wie im Osten. Die Werte können Sie bei uns auf der Internetseite rentenbescheid24.de nachlesen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, was ganz interessant war. Wir hatten im Jahr 2018 schon mal, also auch schon zum Thema Rentenerhöhung 2019 gesprochen und haben da sozusagen Prognosen, Einschätzungen gegeben, wie könnte es 2019 aussehen, und haben uns dort auf den sogenannten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung von 2018 gestützt und haben dort die Zahlen nachgelesen. Das war ganz interessant. Und genau diese Zahlen, die dort drin standen für 2019, trafen auch dieses Jahr tatsächlich 1:1 für die Rentenerhöhung 2019 zu. In diesem Rentenversicherungsbericht stehen natürlich auch die Zahlen für 2020 drin. Das heißt also, dort steht eine erste Schätzung drin, wie hoch könnte die Rentenerhöhung 2020 und damit dann auch die höheren Rentenwerte aussehen. Und da ist es also ganz interessant, im Jahr 2020, ich habe es hier stehen, genau, sagt dieser Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung, dass es wahrscheinlich in den alten Bundesländern 2,93% mehr Rente geben wird und in den neuen Bundesländern 3,70% mehr Rente geben wird. Das sind also erstmal nur die Schätzungen. Wenn wir zurückschauen nochmal auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, und darum geht es letzten Endes auch, haben wir doch eine sehr, sehr positive Entwicklung der Löhne und Gehälter auf den Arbeitsmarkt. Das heißt also, im Jahr 2017, 2018 sind die Löhne und Gehälter in Deutschland statistisch gestiegen. Und das wiederum lässt vermuten, dass die Rentenanpassung im Jahr 2020 entweder auf diese Werte kommt oder sogar noch höher, da wir, das ist ja bekannt, im Jahr 2018 doch sehr, sehr hohe Lohnabschlüsse hatten und dieser Faktor auch letzten Endes der ausschlaggebende Faktor für die Rentenwertbestimmung im Jahr 2020 ist, neben dem sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist sozusagen der Faktor Rentner und Arbeiter oder Angestellter im Verhältnis zueinander, also die Zahlen der Arbeiter und Rentner zueinander. Und die werden sich wahrscheinlich im Jahr 2018 auch positiv entwickeln. Also, neuen Rentenwerte 2020 wird wohl nichts entgegenstehen. Wir gehen auch ganz stark davon aus, dass es keine Nullrunde geben wird. Wie die Zukunft dann im Jahr 2021 oder später aussieht, das ist noch völlig offen. Irgendwann mal schlägt der Demografiehammer zu und dann wird es möglicherweise bald keine neuen Rentenerhöhungen mehr, zumindest nicht mehr in dieser Dimension geben, wie wir es jetzt in den letzten Jahren hatten, mit 3, 4, 5%. Das waren schon ganz ordentliche Rentenwerterhöhungen. Näheres zum Thema Rentenwerterhöhung 2020, Rentenanpassung 2020, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.